Sieht schon schön aus, ne? Ich glaube, dass wir uns nicht drinnen können. Also ich habe schon im Sinn, von dem Käse werde ich nächstens auch einen Besuch machen bei unseren Leuten im Altersheim, bei allen Fitznauer. Und sonst habe ich einmal Fitznauer Cremeschnitte oder Fürwehrtorte mitgenommen. Und damals nehme ich für die Leute ein ganz grosses Stück von dem Käse mit, als Erinnerung auch. Das vielleicht sogar dort für die Leute im Altersheim, für alle mal so ein Zvieri oder ein Znachi. Ja. Aber du musst ja nicht los, die 400 Jahre abziehen und den Käse selber essen, gell? Nein, ein Stück werde ich mir, das ist schon genehmigt, gell? Ich habe das also schwer im Sinn, das ist, glaube ich, sehr schön. Jetzt muss ich glaube fragen, ist das auch denkt mit diesen Traggeberli? Denkt ist es nicht, aber... Weil ich hätte eben, schon gesehen, dass wenigstens eins, dass ich das könnte dann in den neuen Pfarreiräumen schön platzieren. Wohl eins, im Eis habe ich schon gerechnet, dass es für dich ist. Ja, du musst immer reden mit dem Leuten, weißt du, sonst kommst du nicht. Das ist so richtig die Fahrt. Danke vielmals. Darfst du Victor den Leuten sagen, wer noch etwas möchte trinken, soll doch hier. Wenn jemand etwas in die Uhr kommt. Das Glas da, genau. Ja. Wo sitzen? Ja. Spürt mir, wie fremd uns die Zeit
von den Gründerjahren überhaupt ist. So steht wortwörtlich im Alpsäge drin. Hüt uns Gott und der heilige St. Peter. Schließ wohl den Bären seinen Gang, dem Wolf der Zahn, dem Luchs der Kräuel, dem Rappen der Schnabel, dem Wurm, gemeint der Drache der Schweif, dem Stein der Sprung. Eine Zeit, wo also auch bei uns da Bären und Wölfe getroffen sind. Wir sehen aber aus diesen Gedanken aus dem Vitznauer Alpsägen auch, wie sich der Mensch damals auf Gedeih und Verderben der Gewalten der Natur ausgeliefert gesehen hat. Und so schließt er sich zur Bruderschaft zusammen, um den Schutz vom Allmächtigen zu erbetten. Er verbindet sich mit anderen, um sich gegenseitig zu unterstützen, einander zu helfen, um aber auch miteinander zu feiern und zu festen. Auch das tun wir heute, in diesen Tagen. Und ich freue mich, Sie alle herzlich in den Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Der Gottesdienst soll Anlass sein, um gemeinsam vor Gott herzustehen, zu überlegen, was können wir besser machen. Er soll Anlass sein, zu danken und zu feiern. Er soll Anlass sein, um mit seiner Hilfe der Weg ins Morgen zu gestalten, dass auch die Generationen nach uns von uns eine intaktere Welt erben, mit einem ebenso blauen und sauberen See und mit unseren ganz tollen Bergen. Ave, Ave Maria. Wir haben gut und alles, was hier oben ist. Ja, ist gut und sagt Martin, der wohl hier Koch und Ort. Ja, ist gut und sagt Jüri, der wohl hier Koch und Hör. Ja, ist gut und sagt Peter. Dann bitte mit dem Schlüssel wohl in die Hand. Schließ wohl dem Stein der Sprung, dem Blitz der tödliche Strahl. Lach keine böse Wetterbrüche fahren. Schließ aus alle bösen Gefahren. Bitt Gott vor böser Stund, dass niemand zu Schaden kommt. Ja, ist Gott und die Mutter Gottes mit dir am Kind, als hier Israel bringt. Ja, ist Gott und der Liebherrin Bruder Klaus, als hier Israel Tau, all hier und überall. Ja, ist Gott, und sein ist Gott, und es halte Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Oh.
Gesellschaft, recht herzlichen Dank für den Auftritt und ich wünsche euch noch einen recht guten oder einen schönen Tag und zu fixen. Ich glaube, das Wetter ist dementsprechend auch vorhanden oder gut. Also recht einen schönen Tag noch und noch einmal vielen Merci von der Sängergesellschaft aus. Danke. Hey, guck, was ist denn?
Sicherheitsfragen. Thank you.
Ich
Bordell. Thank you.
Hey,
Hey,
Thank you.
Auf geht's!
Vater, fünf Vater, unser
Stange da. Mit dieser Bitte ist ein unwahrscheinliches Vertrauen in Gott geleitet. Geheiligt werde dein Name. Ein Vertrauen, wo wir eingeladen sind, immer wieder neu zu denken und in dem Vertrauen zu wachsen. Dürfen Sie jetzt im Sitzen bleiben, wenn ihr das erste Vater unser betet. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich und die Kraft.
Heute
mir gar nicht lachen. Es fällt ein Spitznamen wie famos. Und andere müssen mit Schaffen einfach gerade so in die Schoss. Ein Sender Kilby, sag ich nichts, ist balsam für uns liege Leute. Wie ein Birbaum, wenn er blüht, ist die Medizin für unser Gemüt. Ein Regisend im Silberhaar zählt zunächst nicht das Geld und nicht die Jahre. Er hüstelt und hebt sein Hilbi. Das ist mein 20. Zähnchen-Hilbi. Vor 400 Jahren, wo wir die Gesellschaft gegründet haben, ist noch niemand Auto gefahren. Und Dampfschiff hat man auch noch nicht gekannt. Man ist von Fitznau, ohne zu murren, auf Weg ins Kiel, oben durch, hat am Weg Menschenhäuschen gebunden und Kästen und Feiger gefunden. Man hat zum Hochzeit müssen laufen, das Kind in eine Zeine gelegt und am Sonntag zum Taufen hat es halt am Rücken gedreht. Man hat einen kleinen Lausbub gekauft. Er weiss noch nichts vom Ganzen. Er ist zwar gut gefuttert und tauft, nur kann er noch nicht tanzen. Er ist ein kleines Sennerbübli, aber er macht euch keinen Verdruss. Am liebsten hat er Milch und Rüebli und heisst tut er Hieronymus. Jetzt hoffe ich mir, ihr habt die Freude und uns auch ohne gern. Wir haben ihn heute auf Fitznau gedreht. Auf die Welt gekommen ist er fern. Der Götti, er ist ein grosser Stramme. Gotte ist seine Frau. Zweckis ist der Sennenamme. Sein Vreni kennt man auch. Stolz, dass er heute Götti sein darf. 3 Jahre gehen ja schnell ins Land. Lasst unseren Sette an die Kilbe ein. Der Roni nennt ihn an die Hand. Der kleine Bürstel kann dir schon etwas denken und tanzt dir schon kleine Reigen. Wir wollen dir etwas Niedeln schenken und nachher Wettis zeigen. So, jetzt wollen wir jetzt keine Zeit verlieren und uns am Festtag freuen. Fitznauer Sanna Kilbi feiern, gleich müssen wir wieder heuen. Sanna Namme, Rigi Leute, wir wünschen euch eine gute Zeit. Lasst das Fest mit Tanz und Singen im Herz noch lange wieder klingen. Und gibt's nicht immer so viel Wein, das kann uns nicht verdrießen. Es kann nicht Alltag Kilbi sein, darum wollen wir es noch etwas geniessen. Wollt ihr auch den wunderschönen Sennenburg übergeben? Wollt ihr dir ein Herz lenken? Jetzt schauen, wie das jemand geht. Und wollt ihr euch weiterhin noch ein schönes Fest wünschen und viel Glück für die weiteren 100 Jahre von der Sendergesellschaft Fitznau. Ist die ganze Geschichte und Entstehung von dieser Sendungsbruderschaft beschrieben gewesen. Und das ganze Werk
ist von einem Mann getragen worden, der das von Anfang an alles zusammengesucht hat. Ganze Ordnerweise hat er A4-Formalblätter zusammengetragen. Da bin ich gekommen. Und der macht mit dem Hermann Sauter. Er ist auch ein Mitglied von unserer Sendebruderschaft. Und das grosse Werk wäre nie zustande gekommen, wenn wir ihn nicht gehabt hätten. Darf ich dich hören, bitte, Hermann? Dann haben wir weitere Personen, die ich dafür bitten möchte. Das sind unsere drei Hauptsponsoren, die das Dreieck haben, das ganze Werk. Der Herr Peter Blum, der Toni Zimmermann und Frau Winnie Kaiser. Ich möchte die drei Personen ebenfalls dafür bitten. Weiter. Eine grosse Aufgabe, die eine Woche vorher einen Tag in Anspruch genommen hat. Das sind unsere Herren von der Polizei, die den ganzen Verkehrsdienst aufgezogen haben und auch reibungslos abgewickelt worden ist. Und da möchte ich den Franz Herzog bitten, dass er auch dafür kommt. Sie haben grosse Arbeit geleistet und verdienen auch einen rechten Applaus. Ich möchte gerade anfangen mit den Polizisten. Die haben ja, wenn sie frei haben, nehmen sie jemanden auch gerne ein Glas Wein. Und wir haben da beschlossen, wir geben in denen eine Kiste Sennenwein. Dann könnten sie den untereinander verteilen, wenn sie nichts zu tun haben oder an einem Ort jemanden auf uns passen, wenn wir jemanden schnell fahren wollen. Die drei Sponsoren, in denen haben wir eine Art ein Mini-Gabelle, wenn man sagt. Also, unser Weg, unser Sennenbübel oder der Fitznauer könnte es jetzt etwa in einem halben Jahr anhaben. Für die geht es jetzt nicht mehr, aber die mögen dann nicht mehr so tragen, sonst müsste ich jetzt zuerst ein bisschen trainieren. Dem können wir schon noch etwas Größeres anlegen. Der ist schon gut trainiert. Und wenn er jetzt mit seinen Zivilschützler hier in Rigi aufmachen kann, dann haben wir gedacht, dem geben wir auch eins und haben es dahinter nachher noch angeschrieben.
Dass es überlebt.
sicher. Geht auch unsere Sendung 1993 am Ende entgegen. Mindestens gleich 4 Tage auf dem Hocker, wenn man sagen kann. Die einen müssen etwa die Augenrätsel mit Zündhölzern und Zahnstochern noch von unten stellen. Und darum kommen wir von einem von unseren Schlusspunkten, oder die einen meinten, es sei ein Höhepunkt. Wir haben diverse Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die aber sehr wertvoll sind und die wir jetzt möchten versteigern. Ich kann vielleicht schon sagen, wie die Bedingungen sind. Es kann so jeder, der hier drin ist, wenn wir einen Gegenstand aufhören oder wenn ich einen nur bestimme, könnt ihr da bieten drauf. Ich sage vielleicht einen Grundpreis. Teilsachen hat es da, die einfach einen Grundpreis haben, den wir sonst nicht verkaufen können. Oder sonst kommt am Ende, die kommen da vom Gürtel 2 grosse Mulden. Dann werden sie einfach dort reingehauen und dann werden sie einfach entsorgt. Wir möchten anfangen mit dem ältesten Gegenstand, den wir auftreiben können. Es ist ein 400-jähriger Grimp von einer Kuh. Der war bei der Gründung der Sennergesellschaft dabei und war gestern am Montag. Jetzt ist es so, ich muss also wie jeder meinen, wir müssen jetzt hier auf die Bank säckeln und Geld holen. Wir können hier eine Schreiberin, die hockt da hinten, Marie-Therese Zillner. Da könnt ihr also dort die Adresse angeben. Es muss jetzt nicht jeder da meinen, wir müssen hier ein paar zahlen. Wir tun einfach die Adresse aufschreiben und den Betrag, den Höchstbetrag, der gesteigert wird, das ist einfach der, das müsst ihr einfach dort zahlen. Ich rufe einfach immer auf, zum ersten, zweiten und wenn ich zum dritten Mal sage, wird mit den Sender dreifach geläutet und wenn es eines geläutet hat, aber ist fertig, dann kann man es anbieten. Der letzte, der geboten hat, hat einfach den Gegenstand. Gut, dann fangen wir eines an mit dem schönen Grinta. Etwas Ältes oder eine grössere Rarität könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Es hat zwar dort getragen, hinten noch andere, aber die sind etwa 2-3 Monate jünger, das ist der Älteste. Dem gibt aber geschirr eins Horn ab. Aber wenn man noch ein bisschen Leim angibt, nachher hat es wieder und sonst ist Sony noch viel schöner. Wir haben auch gerade etwa 20 Minuten sagen für den Grind. 20 Franken sind geboten, der Anker Töll. Wollt einer mehr sagen als 20 Franken? 30 Franken sind geboten. 40 Franken zum Ersten. 40 Franken, 50 Franken sind geboten. 50 Franken zum Ersten. 50 zum Zweiten. 50 zum, bietet der Kellner mehr. 50 zum dritten Mal. Sehen wir mal selbst ohne Plätzchen. Also wenn einer genug Geld hat, kann er natürlich bar zahlen, das habe ich vergessen zu sagen. Jetzt hat es die Bummel, die vorhin gejammert hat, sie müssen helfen. Für die haben wir da gerade einen Melkstuhl. Und wenn einer da gerade 30 Franken sagen, kann er den auch mitnehmen. Wer sagt 30 Franken, 30 sind geboten. 30 Franken, 30, 35, 40 Franken. Jollerwerk, 40 Franken. 40 zum Ersten. 40 Franken zum Zweiten. 45! 45 Franken! Rüffel! Die Rüschleitstadt 50 Franken! Rudi! 55! 55 im Boden! 55 Franken zum Ersten! 55 zum Zweiten! 55 zum dritten Mal! Wir haben als nächsten Gegenstand so ein grosses, schönes Dreckkabali. Da haben wir Angebot von Hotelier Fitznell, die die kaufen wollen oder hätte die Welle. Dann haben wir gesagt, wir geben sie nicht, wir dürfen die versteigern. Und das Angebot ist 500 Franken. Jetzt frage ich an,
Wollt einer mehr sagen, wenn er 500 Franken? 500 sind also Botten für das erste bei dem Chatterbesen zu für das schöne Dreckabelli. Wer will 500 bieten? 500 sind Botten, 520 Grad hinter zu suchen. 520 Franken, 530, 40 sind auch gerade. 50, 60, 560, 580, 580 Franken. 620 zum Dreisten, 650 habe ich gehört. 650, 650 Franken zum Ersten. 680, 680 zum Ersten. 600, 700, 700 Franken zum Ersten. 700 zum Zweiten. 720. 720 Franken. Ja, wenn ihr die Hand aufhängt, das längt schon. Wenn ihr alles einmal aufhängt, dann geht es immer gerade auf 1000 oben. Und zuerst muss ich eine 1000 öffnen. 720, der Osterberger Betti. 750, 780, 800. 820 Franken, 820 zum Ersten. 850, Leere Berghänsel. 850. Hans Arnold hat gefunden. Wollt ihr einem mehr sagen? 870! 870 Franken sind geboten. 870 zum Ersten. 870 zum Zweiten. Wenn ihr eine kleine Zusatzleistung, wenn ihr dann also in einer Tausend seid, dann muss ich das Kleines dazu anrufen. 870 Franken sind geboten. 870 zum Ersten. 880, 880 Franken, 880 zum Ersten, 880 zum Zweiten, 890, Dummi hohe Zahl Ziel, 890 zum Ersten, 890 zum Zweiten, 900, das ist einer der höchsten Oberwerte, der weiß, es muss gehen, 900 Franken, 900 Franken zum Ersten, 900 zum Zweiten, 900 zum 920 Franken, 920 zum Ersten, 920 zum Zweiten, 940, 30, langt auch, 930 Franken zum Ersten, 930 zum Zweiten, 950, jetzt kostet 1000, ich sag dir das so eins, kostet 150, dann hat der Masse wieder besser. Die Riemen sind auch noch von dir gesehen, kannst du wieder verkaufen. 950 Franken, 950 zum Ersten. 1000 Franken mit Botten. Frau, jetzt hört den Applaus. 1000 Franken zum Ersten. 1000 zum Zweiten. 1000 zum 1000 und 10. 1000 und 10 Franken zum Ersten. 1000 und 20. 1000 und 20. 1000 und 20 zum Ersten. 1000 und 20 zum Zweiten. 1000 und 20 zum Dritt! Dann kommen wir also in die Region, Albert Lustenberg. In der Ries.